Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus Johanns Tourenbuch. Heute habe ich mir etwas tierische Unterstützung mitgenommen. Bin hier unterwegs im Osterzgebirge. Einer meiner Lieblingstouren durchs Gimlitztal. Von der Nähe aus Braunstein bis hoch zur Gimlitzquelle vielleicht. Mal sehen, wie wir miteinander klarkommen. Und schon ging es los mit Joko an der Leine das Tal hinauf. Die Gimlitz ist gut gefüllt. Zwischenzeitlich kommt auch mal die Sonne raus und das Wasser glänzt. Nach wenigen Metern erreichen wir das sogenannte grüne Klassenzimmer mit Insektenhotel, verschiedenen Schautafeln zur heimischen Fauna und Flora. Im Verlauf des Weges passieren wir einige der ehemaligen Mühlen. Manche existieren noch, wie hier die Illingmühle. Sonst wird dieses Tal gerne für einen Spaziergang genutzt. Heute treffen wir auf unserem Weg niemanden. An vielen Stellen laden Bänke zum Verweilen ein. In einigen Wochen werden hier viele Wildblumen in voller Blüte stehen, unter anderem auch Orchideen. Hier kann man deutlich den Verlauf eines natürlichen Baches erkennen.
Auf dem Hauptweg, etwas oberhalb der Weißeltmühle, stelle ich fest, dass das Ziel der Gimlitzquelle für heute doch etwas zu weit ist. Und so biege ich nach links ab, Richtung Hermsdorf. In dem weiten Talgrund lege ich zunächst eine Pause ein, bevor es dann wenig später hinauf auf den Kamm Richtung Hermsdorf geht. Auf den weiten Wiesenflächen lasse ich Yoko etwas austoben, bevor ich sie dann wieder an die Leine nehme. Wir wandern ganz entspannt über die weiten Wiesenflächen. Hin und wieder genießen wir einen Blick hinunter ins Gimlitztal, hier auf die Weißeltmühle. Dann gehen wir zurück hinunter ins Tal und auf demselben Weg zum Ausgangspunkt zurück.